Oh, sieht aber schon nice aus. Oh, jetzt habe ich 7, 6 MBE gehabt oder irgendwie sowas. Also Verbindungsabbruch fast. Ja, also jetzt geht es dann Drohne fliegen zum ersten Mal mit dieser fetten Nazgul F5 DEV irgendwas Zoo. Ich bin schon einmal mit der geflogen, aber heute probiere ich mal ein bisschen krasseren Shit. Und auf jeden Fall habe ich mal mit die Drohne und Akkus laden schon. GoPro habe ich damit für die fetten Aufnahmen. Also sie stürzt gleich beim ersten Mal ab, aber wir werden sehen. Dann hätte ich gesagt, packen wir uns zusammen und go! Also ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber jetzt geht es ja schon mal rauf zur Ruine. Ein bisschen steil. Mein Schritteziel habe ich gerade erreicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so rüberkommt bei der Kamera. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie weit ich da jetzt raufgehen muss. Okay, ich gehe jetzt da schon 15 Minuten. Mega geile Strecke, um raufzugehen. Ich weiß auch nicht, wie es oben ausschaut. Wovor ich Angst habe, ist, dass ich da einfach nirgends meine Drohne starten kann. Weil, wie gesagt, ich war da noch nie. Und ja. Ich meine, da geht's, wenn man raufschaut. Aber man sieht halt einfach, das ist eine kleine Schneise. Und so ein Profi bin ich da jetzt auch nicht. Ich will einfach nur offen fliegen. Und halt ein bisschen diven, vielleicht bei der Burg. Einfach mal probieren. Drohne verlieren. Heimfahren. Traurig sein. So was in der Art halt. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich habe einfach Sorgen, wenn ich da runter dive, dass das ist alles schon verwachsen, dass ich das einfach nicht schaffe und dann irgendwo da hängen bleibe und dann die Drohne da drin suchen muss. Ja, ich glaube, das war eine dumme Idee, das beim zweiten, dritten Flug das so zu machen, aber wir werden sehen. Wie willst du? Vielleicht fliege ich ganz, ganz easy locker. Wer weiß. Nicht so send it, sondern so. Chill it. Okay, ich bin jetzt da, ich weiß nicht, ob man es sieht. Das ist die Burgruine. Die ist gesperrt. Das heißt, ich kann nur von hier starten. Und wenn man so ein bisschen durch die Gegend schaut, ich weiß nicht, ob man das hinten sieht, da ist noch Schnee drauf. Aber wenn man ein bisschen durch die Gegend schaut, wenn mir die Drohne da einmal abstürzt, dann finde ich die einfach nie wieder. Oder sie hängt irgendwo am Baum, wo ich da nicht rankomme. Ja, mein Ziel ist aber trotzdem, da die Wand entlang, da so ein bisschen mal dumm fliegen, da mal dumm diven. Ich habe halt das DJI-System, auch diese DJI FPV-Controller. Und das soll halt nicht so gut sein, wenn die Funkverbindung abbricht, egal wie, habe ich auch keine Verbindung mit meinem Controller. Und das ist halt echt mühsam, wenn die da irgendwo abstürzt und ich die dann da suchen muss. Aber ich habe gesagt, wir probieren es einfach mal. Ich hau einen Akku mal raus und ganz gemütlich. Werden wir schon zusammenbringen. Die erste Drohne, die ich selber gebaut habe. Und die hat einfach ewig gebraucht, bis ich die endlich fertig habe. Weil ich einfach keine Ahnung von irgendwas gehabt habe. Wenn die FPV-Community da nicht so nett wäre, oder die von iFlight, hätte ich einfach so ein massives Problem mit dem. Ah ja, ohne Witz, ich schnall die GoPro drauf, aber glaubst du, ich film mit der? Nein, gell? Ich habe einfach keine Ahnung. Oh, sieht aber schon nice aus.
Oh, jetzt habe ich 7, 6 MBE gehabt oder irgendwie sowas. Also Verbindungsabbruch fast. Ja. Jetzt zeigt sie mal an, RCC Low, was das auch immer ist. Ich glaube, das ist, wenn man mit einer anderen Drohne fliegt. Ich glaube, das Landen muss ich noch üben. Okay, ich habe den ersten Akku, glaube ich, fertig. Ich bin jetzt auch gleich gestürzt, also halt beim Landen, da tue ich mir einfach schwer. Ich weiß auch nicht, ob ich da einen Angel Mode oder einen Horizon Mode machen soll. Ich glaube, der Angel ist das, wo man dann loslasst. Könnt ihr ja probieren, aber also, vielleicht sieht man es dann eh auf der GoPro. Auf jeden Fall habe ich mal da unten dieses Teil jetzt schon verloren, diese Abdeckung. Ja, aber okay, das wird jetzt glaube ich mal nicht die Tragik sein von dem Ganzen. Nächster Akku, ne? Zweiter Akku. GoPro vergessen. GoPro aktiviert. Angst da. Fliegen. Es ist halt eine echt kleine Ruine. Ich weiß nicht, was so ein geübter FPV-Pilot sagen wird. Oh, schon wieder fast von mir gesagt. Das schaut schon leimend aus. Dieser eine Dive da. Vielleicht schaffe ich es jetzt zusammen. Ich rede ein bisschen wenig, weil ich einfach ein bisschen nervös bin. Volt, ich weiß gar nicht, wann man landen muss, obwohl ich ja, ich glaube 3,2 sollte man circa, ne?
bisschen nervös. Hat sie gecatcht, mein erster Catch mit dieser Drohne. Mama! Ja, Angst. Es beschreibt nichts anderes. Es ist mega geil. Vor allem, ich werde es ein bisschen sicherer. Ich weiß, wie weit ich circa komme bei der Ruine, bis das Bild zu griselig wird. Und ich hatte aber, glaube ich, was gestochen. Ja! Ich weiß auf jeden Fall, wie weit ich kommen mit der Drohne, bis das Bild griselig wird, dann beginne ich auch schon dieses Hochziehen, dass ich halt wieder die Sichtverbindung habe. Aber es ist halt genau diese Wand zwischen mir und der Drohne. Ich weiß halt nicht, ob das dann mit der Commander 8 besser ist oder. Aber ich habe halt, gefühlt, weiß nicht, 200 Meter, 100 Meter. Und dann wird es halt griselig und dann habe ich einfach Angst, dass die Verbindung abbricht. Ne? Da fliegt jetzt auch gerade ein Hubschrauber, ein privater, aber der ist relativ weit weg. Ja, ich habe gesagt, ich hau den dritten Akku noch raus und dann let's go, oder? Ich bin nervös. Scheiße. Ihr könnt sehen, ich bin zu Hause, ich habe jetzt den dritten Akku dann auch noch rausgehauen. Hat ohne Problem funktioniert, ich bin definitiv viel besser geworden. Ich habe Details kontrollierter machen können, ich habe mich auch mehr traut. Also ich bin beim dritten Akku schon viel sicherer geworden. Es gab auch keinen Unfall, Drohne wieder gecatcht beim zweiten Mal. Also fast schon ein Profi, würde ich sagen. Was ist aber passiert? Ich habe den dritten Akku dementsprechend gleich aktiviert. Und beim zweiten Akku hätte ich ja fast vergessen, die GoPro zu aktivieren und das habe ich beim dritten geschafft. Das heißt, ich habe leider kein GoPro-Footage vor meiner dritten Aufnahme. Außerdem ist meine Kamera dementsprechend auch gleich überhitzt und die hat den Dialog, Monolog eigentlich, ne, gar nicht aufgenommen. Habe ich da eh kein Footage dazu, somit habe ich das einfach jetzt rausgeschnitten. War es eine gute Idee für einen zweiten Ausflug, gleich zu so einer Burgruine zu gehen und das zu probieren. Ich habe gemerkt, wo halt beim DJI-System gleich die Grenzen sind. Ich weiß halt nicht, ob das mit dem Express LAS, was ich jetzt dann noch verbauen werde, auch so Probleme gibt, aber wie gesagt, wenn ich halt die Verbindung an der Brille verliere, habe ich noch immer die Verbindung an der Funke, glaube ich halt, jeder schwärmt halt davon. Ich werde das definitiv mal umrüsten. Wenn ihr das sehen wollt oder irgendwie sowas, dann ich werde jetzt mehr FPV-Content produzieren. Könnt ihr mich auf meiner Reise begleiten. Am besten ist einfach zu abonnieren, kommentieren, was ihr vielleicht noch sehen wollt, was ich zum Beispiel ausprobieren kann. Ich sage, ich bin komplett neu in diesem Thema und will dementsprechend auch alles irgendwie selbst bauen bzw. Selbst im Betaflight konfigurieren. Und ich habe einfach keine Ahnung und ich finde auch auf YouTube extrem wenig, außer irgendwelche englischen Ultra-Nerds, die einfach so viel Ahnung haben, die einem da helfen können. Ne? Trotzdem, wenn man selbst mit so einer Drohne baut, immer noch Fragen oder irgendwie sowas oder halt Thematiken, wo man sich nicht auskennt. Und so ist es bei mir, ich kenne mich eigentlich gar nicht ganz aus. Aber ich finde dieses Hobby einfach so geil. Also dementsprechend einfach folgen, abonnieren, kommentieren und mir sagen, was ihr noch sehen wollt. Und ich werde definitiv versuchen, dann ein geiles Video für euch zu machen.